Magdalena Fleischmann aus Weinstadt und Katharina Port aus Waiblingen haben dieses bewegliche Gardinenschienensystem erfunden und könnten damit in Zukunft vielen die Hausarbeit erleichtern. Hauptsächlich eigentlich für ältere Leute, aber jetzt auch für eine schwangere Mutter oder einen alleinstehenden Mann, der das nicht mehr selbst machen möchte, aber auch Krankenhäuser oder Pflegeheime oder Gaststätten, wo es aus hygienischen Gründen die Gardinen eigentlich öfters gewechselt werden müssten, ist es halt eine sehr große Zeitersparnis und halt eben auch sicherer. Die Kunden benötigen zum Gardinenwechseln dann anstatt einer Leiter eine elektronische Einheit. Diese ist direkt im Modul verbaut, das an der Decke angebracht wird. Über einen Schalter oder eine Kurbel können die Gardinen rauf und runter bewegt werden. Insgesamt ist die Einheit kleiner als dieser Prototyp. Den haben Magdalena und Katharina für Jugendgründet erstellen lassen. Im Rahmen dieses Wettbewerbs entwickeln die beiden Elfklässlerinnen ein potenzielles Start-up-Unternehmen. Inklusive eigenem Namen, Produkt, Werbematerial und entsprechender Partnersuche. Wir haben Kontakt mit einem Produktionspartner geschlossen. Der hat auch in Zusammenarbeit mit uns den Prototypen gebaut. Und wir haben auch schon einen Vertriebspartner hier im Raum Waiblingen gefunden, der das dann auch, falls es produziert werden würde, würde es auch verkaufen dann und auch bei den Leuten einbauen. Mit dieser Vorarbeit können Magdalena und Katharina die Jugendgründerjury überzeugen. Sowohl beim Zwischenfinale in Leipzig als auch beim Bundesfinale in Stuttgart landen die beiden mit ihrem Projekt Gardifix auf dem ersten Platz. Patentiert ist die Idee bereits und auch das Interesse potenzieller Abnehmer steigt stetig. Es kommen immer mehr Anfragen, also die Kunden warten jetzt eigentlich nur noch, dass Gardifix produziert wird. Also doch schon tolle Erfahrungen, tolles Erlebnis und unbezahlbar wirklich. Das Produkt dagegen ist natürlich bezahlbar. 99 Euro soll das 2 Meter lange Grundmodul kosten. Während des Wettbewerbs werden Magdalena und Katharina von ihrer Wirtschaftslehrerin Gabriele Schwelling begleitet. Auch sie sieht Potenzial in dem Produkt. Das ist eine einfache, aber gut durchdachte Idee, die auch bezahlbar ist und die man leicht umsetzen kann. Also ich denke, die könnten da schon mal die erste Grundlage für ihren, ja, für ihr Studium auf jeden Fall legen und dann vielleicht auch für so ein kleines Auto oder so. Bei diesen Aussichten überlegen Katharina und Magdalena sogar, das Studium aufzuschieben und mit der Unternehmensgründung direkt nach ihrem Abitur im nächsten Jahr zu beginnen.